Hallo? Hallo, hallo, hallo. Weiter geht's mit Pokémon SoundSilver. Ich grüße euch ganz herzlich zu der Aufnahme, beziehungsweise hier im Stream, denn ich spiele ja alles live in den Stream. Das Ganze wieder aufgezeichnet hier wieder für YouTube. Wisst ihr Bescheid? Was geht denn bei euch ab? Bei uns geht richtig geile Schlagsahne ab, Leute. Wir sind hier als Lara, die kleine süße Maus mit ihren kleinen süßen Äuglein. Hat die kleine süße Äuglein? Ich sehe sie, ist zu weit weg. Auf jeden Fall hat sie eine kleine süße Mütze auf und ist alles richtig süß. Sehr schön. Wir spielen SoulSilver. Letztes Mal haben wir Onix getauscht gegen einen Knurfenser. Onix voll krass. Und wir müssen Onix leveln. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, gesagt, vielleicht werde ich ja Onix sogar offscreen leveln. Habe ich nicht gemacht. Gar nicht dran gedacht, von daher passt es. Der Killer-AD grüßt YouTube. Sehr schön. Wir müssen als nächstes gegen den Kollegen Falk, heißt er, glaube ich, in der Pokémon-Arena kämpfen. Und ich glaube, ich werde einfach kämpfen. Ich bin unentschlossen. Ich bin wirklich unentschlossen. Ich glaube, ich werde Onix, beziehungsweise Argon oder Araon hier. Aron. Analron. Analron hier, Aron. Werde ich irgendwie, kann ich den töten? Kann ich einfach einen Onix töten? Weiß ich nicht. Irgendwie in die Lava schmeißen. Auf jeden Fall, ich will den gar nicht mehr haben. Ich mag den gar nicht. Ich hasse dieses Pokémon, weil ich es getauscht habe. Erstens hat es so ein komisches Ding davor, dass es getauscht wurde. Und zweitens ist es blöd. Das heißt Aron, Analron. Will ich nicht. Ich will sowas nicht haben. Ich lege das jetzt weg. Ich benutze es nicht. Ich werde es nicht benutzen. Es ist mir scheißegal. Ich lege es jetzt weg. Ich will es nicht haben. Tschüss. Ich mag das Onix nicht. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Nein. Ich mag es nicht. Ich lege es jetzt hier weg. Das kann ich meinen. Hier, hallo da. Ja. Ja, ich dachte, du wärst ein Computer. Siehst genauso scheiße aus. Was? Publikum, was? Ich hab's gar nicht gelesen, hat er gesagt? Nein. Ja, 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 alles klar. Ja, ja, alles klar. Ja, 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 tschüss. So, ich wollte hier hin und zwar, ich wollte zum Computer. Der Aron Hand, genau. Ich wollte zu jemandem PC und ich wollte dann den Aron ablegen. Pokémon ablegen, wir wollen dieses Onix nicht haben. Tschüss, verpiss dich. Ablegen. In Box 1, rein damit. Tschüss. Weiter bearbeiten, nein. Es gibt trotzdem immer noch diese Probleme. Ich weiß nicht, woran es liegt, da, an dem Emulator. Da muss ich noch ein bisschen was einstellen. Entschuldigung. Geh an den PC, kannst du es freilassen. Nee, danke für den Tipp, Zero. Ich werde es erstmal ablegen. Vielleicht brauchen wir es irgendwann noch später und wollen es irgendwie töten. Keine Ahnung. Opfern bei einem Opferritual, wer weiß. Aber wir werden jetzt so einfach mal loslegen und einfach mal jetzt abchecken, was hier abgeht. Ich gehe aber jetzt in die Arena rein. Ist mir scheißegal. Ihr sagt mal, ich schaff das nicht. Gott, wer ist das denn mit der Brille? Hey du, zukünftiger Champ, wer nur fest daran glaubt, für den muss die Meisterschaft kein Traum mehr sein. Ich will dir was erzählen. Hör zu! Pokémon von Typ Pflanze sind sehr schwach gegen Flug-Pokémon. Nati? Achso. Schwach gegen Flug-Pokémon. Sei also vorsichtig. Dankeschön für diesen Tipp. Oh, Special Effect! Wow. Zwei Gegner davor. Wow, ich habe Respekt vor dieser Arena. Du fragst dich, wozu die Höhe gut ist? Das Training hier oben festigt das Band zu unseren Vogel-Pokémon. Halt die Schnauze, du scheiß Vogel. So. Du verkackst, du hast eine schlechte Pokémon. Nein, Concrafter, ich werde nicht verkacken. Da ist ein Habitak. Ein Habitak, kenn ich doch. Level 9? Da gibt's einen Biss ins Gesicht. Er macht einen Heuler. Er glaubt, er kann was. Er glaubt, er kann was. Angriff von Lars sinkt, aber Lars ist die Übermacht. 50%? Ich hab gehört, du kriegst noch ein Biss. Easy. Easy weggesnackt. Easy weggesnackt, den jungen Freund hier. Alles klar, 111 EP für den Lars. Oh. Die hatte nur ein Pokémon? Das kann nicht wahr sein. Lara gewinnt 288. Ich glaube, das wird easy hier in der Arena. Ich glaube, das wird richtig easy hier. What the fuck, wie schlecht sind die denn bitte hier? Komm, nächster Gegner. Oh, ich kann da gar nicht rumlaufen. Hier, komm, komm her. Komm her, mein Junge, kommen Sie her. Ey. Roman, ich grüße dich. Alles klar. Dum, 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 dum. Oh, du hast zwei Pokémon. Lass mich raten. Du hast einen Habitak und einen Taubsi. Oh, da ist unsere Taube. Da ist unsere Taube. Da ist das Taubsi. Sollen wir echt alles von. Soll ich das alles alleine machen? Alles klar, komm. Hier, Biss. Oh! Fast ein One-Shot? Fast ein One-Shot? Da gibt's noch einen Kratzer auf dem Deckel oben drauf. Ein Taubs ist gar kein Gegner für mich. Alter, war der easy. Wow. Das war ja mal gar nichts. Das war ja lächerlich einfach. Lars erreicht Level Nummer 14. Oh, bin ich stark. Oh. Ein Taubsi ein.
Wir müssen weiterkämpfen. Wir müssen weiterkämpfen. Leider muss das Lars jetzt hier alleine regeln, aber für Lars ist eine Arena einfach kein Gegner. Hier, ein Biss. Ich esse dich auf. Ich bin ein Krokodil und Krokodile essen Vögel. Oh. Wow. Also ich muss sagen, Taubsi, du reißt ja hier was. Also, boah. Ich habe gerade ziemlich Angst. Taubsi, weg. Tschüss. Lars. Sehr geil. Urk. Hat er gerade Urk gesagt? Ja, wurde es besiegt. So, jetzt kommt der Endgegner. Der hat blaue Haare. Wenn ich ehrlich bin, seine Boys davor sind richtig schlecht gewesen. Und ich glaube, wir werden jetzt das easy schaffen. Mal in den Chat gefragt, schaffen wir das jetzt? Oder muss ich nochmal zurückgehen und, weiß ich nicht, trainieren? Vielleicht alle 150 Pokémon fangen und an das Herz der Karten glauben? Oder kann ich da hingehen und einfach nur richtig losschnetzeln? Wisst ihr was? Scheißegal. Los. Blaue Haare, du kannst eh nichts. Ich bin Falk, der Arena-Leiter von Viola City. Viele Leute sagen, mit Elektroattacken könnte man Pokémon vom Typ Flug ganz leicht die Flügel stutzen und machen sich so über mich lustig. Das kann ich so nicht stehen lassen. Und du erstmal siehst, wie anmutig meine Pokémon durch die Lüfte gleiten, weißt du, was wahre Größe ist. Da ist er. Die Code liegt bei 2,5. 2,25, alles klar. So, zwei Pokémon. Ein Level 9 Taubsi. Ich habe gehört, Taubsi wird gerne gegessen von einem Biss. Ich bin ein Krokodil und Krokodile, wie schon erwähnt, essen gerne Tauben. Ah. Nein. Oh, der Sandwirbel. Nachher treffe ich nicht mehr. Ey, hör auf mit der Scheiße. Nein, es ist so eklig. Ich hasse Taubi. Taubsi. Fuck mal live. Jetzt treffe ich nicht mehr. Oh, danke schön. Wenn ich nicht mehr treffe, dann ist das Ding gegessen. Hier, komm. Genau wie die Taube ist aufgegessen, Taubsi. So, 105 Erfahrung für den Lars. Gar kein Ding. So. Oh, oh. Ein Tauboga. Weiterkämpfen. Da kommt der Biss. Die Weiterentwicklung von Taubsi. Ein Tauboga. Oh, der steht dahinter sogar. Was macht der jetzt? Alter, hat er den gerade zugeflüstert? Oder hat er sein Ohr geleckt? So. Bitte. Bitte treff. Level 13! Nein! Macht gar nicht viel Damage. Oh, oh, Windstoß! Oh, nein! Nein, das macht kein Damage! Oh Gott, das geht sogar. Ich dachte, er macht mehr Damage. Noch bin ich nicht abgeschützt. Was macht der jedes Mal? Der ist der Behinder. Warum rutscht der immer so komisch rein mit seinem blauen Haaren? Boah, mit Lag. Was ist das denn hier? Ruheort? What? Der heilt sich? Seit wann kann denn Tauboga sowas? Voll OP die Attacke. Egal, wir haben nur noch einen Trank, den wir nehmen können. Ein Tackle, sollte nicht viel Damage machen. Bitte kritte nicht, alles da. Wie viel macht eigentlich so eine Aquaknarre? So, wir werden auf jeden Fall erst auf unseren wunderbaren Beutel gehen und uns einfach mal ein Status-Heilmittel gönnen. Nein, das ist was anderes. Das hier? Ein Trank. Die haben 7 Tränke. Läuft bei uns. Lars kriegt einen Trank. Mach voll die Kiste. Bam. Schluck die ganze Scheiße runter. Jawoll. 20 nur. Tackle ein. Ist okay. Ich versuche mal hier kurz einmal hier den Nass zu spritzen. Mal schauen, wie ihn meine ganze Ladung in sein Gesicht gefällt. Eieiei. Ah, es macht Damage. Aquaknarre. Los, spritz ihn voll. Er wird voll nass und dann... Ah, ist okay. Ist eigentlich gleichwertig. Jetzt ein geiler Biss, das war's dann. Oh nein, er heilt sich wieder. Wie ist es ein Endloskampf? Setzt ein Biss ein schon wieder. Fuck my life. Oh, das war ein guter Hit. Komm, noch ein Biss hinterher. Sag mal, willst du mich verarschen? Was? Was? Was ist hier los? Was passiert hier? Spiel ist broken. Bug. Es buggt. Er setzt nur Ruheort ein, nichts anderes mehr. Jetzt ein Windstoß. Alter, was? Wie lächerlich ist es denn? Er heilt sich durchgehend. Komm nochmal. Oh, geht daneben. Fuck my life. So, komm. Nochmal Beutel hier. Wir heilen uns nochmal kurz. Easy. Ich kann mich auch heilen. Ich habe keinen Ruheort. Oder Ruheort, wie auch immer. Ich habe einen dicken Sack. Mit vollen, geilen Tränken. So, reingeheilt. Sehr geil. So, was macht er jetzt wieder? Ein Tackle. Ist okay. So.
Dann geht es nochmal ein Bissi. Kann noch 9 Mal zubeißen. 9 Mal. So, Biss geht daneben. Fuck. Ey, es ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich, oder? Das ist doch kein Kampf mehr. Das ist aber nur, wer kann sich am meisten heilen? Windstoß. Wind aus meinem Arsch. Okay, setz Biss ein. Biss ins Gesicht. Alles klar, ich gehe jetzt. Oh, ich gehe Risiko. Scheiß die Wand an. Tackle macht nicht 12 Damage. Oh Gott, das hat fast 12 Damage gemacht. Komm, Crit! Crit! Oh Gott. Komm, ich will jetzt einen Pokéball. Nein, komm. Wir heilen uns wieder und er setzt bestimmt wieder seinen Ruheort ein. Wetten wir? Komm, er heilt sich auch wieder. Komm. Heil dich, mein Freund. Heil dich. Ich weiß, du willst es doch auch. Oder heilst du dich? Bitte heil dich nicht. Bitte heil dich nicht. Bitte, 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 bitte. Ja, er heilt sich nicht. Jetzt nicht kritten. Und dann muss der Biss treffen. Dann ist Easy Win hier. Easy Win. Boah, 7 Volltreffer. Ich muss jetzt Risiko gehen. Ich muss Risiko gehen. Komm, Biss. Bitte. Bitte. Bitte, Biss. Bitte. Bitte. Er fängt an. So, alles klar. Easy. Nati. Los. Oh, leckt. Nati, zeig, was du kannst. Überlebe bitte diesen einen Hit. Er fängt an und wird sie one-hitten. Er fängt an und wird sie one-hitten. Nati, ich wünsche dir einen schönen Tod. Überlebt! Überlebt! Oh, Nati macht keinen Damage! Nati mag kein Damage. Nati mag kein Damage. Nein, Nati ist tot. Nati hat 3 Damage gemacht. So, Concrafter kann, glaube ich, kann Concrafter Damage machen überhaupt gegen ihn? Horrorblick. Und er heilt sich wieder. Können wir ihn jetzt noch töten irgendwie? Haben wir irgendwas, was... Ja, kann nicht fliegen. Geil. Haben wir irgendeine Attacke, die ihm Damage macht? Geist macht ja auch kein Damage. Wir haben keine Attacke, die Damage mehr macht. Oder? Hypnose schläft ihn ein. Schlecker ist, glaube ich, geht nicht, ne? Ja, ist vorbei. RIP! Oh Gott, ich verliere gegen ein Tauboga. Ich verliere gegen ein Tauboga. Das hätte ich in meiner Pokémon-Karriere niemals sagen dürfen. Ich verliere gegen ein Tauboga. Kann ich aufgeben? Flucht. Was? Ich kann nicht aus dem Trainerkampf fliehen? Ist doch lächerlich. Ja, ich muss einfach nur RIP. RIP. Habe ich einen Wiederbeleber? Habe ich auch nicht, ne? Oh Gottes Willen. Ist hier Groll. Werf auf das Tauboga Pokebälle, bis es umfällt. Eine gute Idee. Ne, ich muss jetzt hier auch. Hier ist vorbei die Kiste. Hier ist vorbei die Kiste. Noch ein Schlecker oben drauf. Das war's. Ich sag ja, easy kurz eben in der Arena. Alles weggesnackt, gar kein Problem für uns. Ich kann keinen Schaden machen. Ich habe verloren. Tauboga. Lars fällt. Ne, Lara, Entschuldigung. Lara fällt in Ohnmacht. Lara rannte zu einem Pokémon-Center und beschützt, was, beschützte die Erschöpfung, achso, alles klar. Dankeschön. Ja, ja, bitte einmal heil die Kiste hier, alles klärchen. Das war natürlich jetzt interessant. Wir wissen, wir sind krass. Wir sind aber nicht so krass, um schon gegen Tauboga zu kämpfen. Was? War da, nein, hat gerade mein Telefon geklingelt? Es hat doch gerade mein Telefon geklingelt. Das war bestimmt eine WhatsApp-Nachricht von diesem komischen Falk, der meint, haha, du bist kacke. Nee. Taube ist OP. Viel zu OP. Viel zu OP. Das Problem ist, wir müssen jetzt weiter. Wir müssen diesen Orden schaffen. Wir versuchen es einfach nochmal. Ich glaube, jetzt schaffen wir das. Hättest du Aaron behalten, aber Aaron ist kacke. Komm ab nach oben hier. Hier, gegen die Kollegen habe ich ja schon weggesnackt. Jetzt schaffen wir das kurz. Jetzt schaffen wir das. Ich habe noch ein paar Tränke am Start, passt. Versuchen wir mal 2. Ja klar, easy. Easy. Ich fange kein Pokémon, ich level kein Pokémon. Das war einfach gerade nur ein Test.
um euch euch zu testen, ob ihr krass am Start seid hier. Versus Falk. Oh! Oh! Guck mal! Wo waren die Probleme? Wo waren die Probleme? Ich weiß es nicht, wo die Probleme waren. Guck mal, wie viel Schiss der hat von mir. Hier, willst du wechseln? Oh, ich wollte nicht wechseln. Nein, 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 ich will nicht wechseln. Komm. Wo sind die Probleme? So, erster easy weggesnackt, komm. Tauburger, komm her, komm, komm her. Ja, flüster ihn wieder ins Ohr und leck ihn seine Füße ab. Ach, geht daneben. Na klar geht das daneben. Weil jetzt bin ich am Start. Jetzt bin ich nämlich da. Hier, kriegst noch ein Biss ins Gesicht. Windstoß. Na komm. Komm her. Ist okay. Ist, ach, easy. Windstoß. Kriegst ein Biss. Ach. Ja, noch bin ich nicht abgestürzt. Aber gleich schon. Ich geb dir jetzt ins Gesicht, Junge. Hier, Ruhe. Heil dich. Heil dich, ist kein Problem. Schnapp macht das Krokodil. Wir sind Schnappi. Wir sind Schnappi, das kleine Krokodil. Denn ich wohne in Ägypten. Das liegt direkt am Nil. Zuerst war ich in einem Ei. Dann schnappte ich Tauboga in seinen Anus. Komm. Noch ein Biss. Easy. Ja. Willst du machen, Kollege? Willst du machen? Ach, setz einen Tackle ein. Na klar. Setz einen Tackle ein, ist okay. Ein Crit? Bitte Kritte. Bitte Kritte. Oh Gott, das war kein Crit. Wir müssen uns heilen. Wir müssen uns heilen. Wir müssen uns definitiv heilen. So. Erholung und Trank. 4 Stück. Reindrücken hier. Lars, gib ihn. Sehr gut. Trank wird eingesetzt. So. Das sieht schon mal wesentlich besser aus wie beim letzten Mal. Wir wissen jetzt, wie es läuft hier. Wurde um 20 geheilt. Mal gucken, was er für einen Hit macht. Er macht den Windstoß. Wie viel Damage macht das? Okay, ist okay. Jetzt noch ein Biss. Jetzt einen geilen Biss und wir haben gewonnen. Bitte kein Crit. Sehr gut. Und jetzt der Biss. Komm, 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 komm. Leute, wo war das Problem? Ich weiß nicht. Tauboga wurde besiegt ohne irgendwelche Probleme. Und Level Nummer 15 für den Lars. Easy. Kurz den Kollegen weggesnackt. Hier gefällt mir. Lars versucht, Grimasse zu lernen. Lars kann aber nicht mehr als 4 Attacken lernen. Grimasse? Eine Frage an euch. Grimasse? Soll ich Grimasse nehmen? Was macht Grimasse? Normale Attacke. Grimasse ja oder nein? Und wenn ja, für welche Attacke soll ich Grimasse lernen? Für den Silberblick? Für den Kratzer? Ist Grimasse gut? Ist das nicht nur ein Statuseffekt? Grimasse? An die Pokémon Pros im Chat? Nein, nein, schlecht. Nein, nicht, nein, nicht lernen. Nein. Anstatt bis. Punkt. Nein, komm, schaut doch hier auf. Die meisten sagen nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Okay. Also gut. Grimasse nicht lernen. Es muss Yuki in der Nähe sein, mein Nase juckt. Also im Spiel. So. Alter, wie viel Level, wie viel XP ich bekomme. Na gut, dann werde ich eben was? Runterfallen und sterben, alles klar. Falk, verflixt, das waren die geliebten Flug-Pokémon meines Vaters, aber ich bin kein schlechter Verlierer. Hier, nimm diesen Orden. Der Pokémon-Liga. Er bescheinigt dir, dass du gegen mich gewonnen hast. Hiermit verleihe ich dir den Flügelorden. Lara hält den Flügelorden. Jetzt dürfen wir fliegen. Ja, für Silberblick. Ja, zu spät, Liz. Wenn du im Besitz des Flügelorden bist, gehorchen dir alle Pokémon in einem Level von bis zu 20. Auch außerhalb des Kampfes kannst du damit noch Zertrümmerer einsetzen. Und hier hast du noch eine TM von mir. TM51 erhalten. Was ist TM51? Nachher TM in die Tasche. Benutzt ein Pokémon eine TM. Erlernt es umgehend eine neue Attacke. Aber überlege dir gut, welches Pokémon diese Ehre zuteil wird. Denn eine TM lässt sich nur einmal einsetzen. Die TM51 enthält übrigens eine Attacke namens Ruheort. Oh. Mit ihr kann dein Pokémon bis zur Hälfte seines maximalen KP wieder auffrischen. Du wirst von nun an in den Arenen vieler Städte zum Kampf antreten. Setz die Attacke weise an, bla 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 bla, als nächstes bla 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 bla, alles klar. Oh, Entschuldigung. Ja, bla 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 bla. Hatten wir schon. Und Tschüss. So, wir haben den krassen Orden jetzt. Sind richtig krass. Und können jetzt nicht fliegen, scheinbar. Ich dachte, wir können jetzt fliegen. So, ab nach unten, tschüss und wir haben es geschafft. Wir haben den ersten Orden, Leute, ohne irgendwelche Probleme. Mein Telefon klingelt.